Hallo und herzlich willkommen auf Rinjas Backwelt. Heute bereite ich einen Wolkenkuchen zu. Und zwar ist das ein einfacher Blechkuchen, der aus einem super feinen Rührteig, darin versunkenen Schokostreuseln und saftigen Kirschen besteht. So, dann geht es jetzt direkt zu den Zutaten und ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Zuerst bereite ich die Streusel zu und dafür nehme ich 80 Gramm Mehl, 80 Gramm Butter, 80 Gramm Zucker und 40 Gramm Backkakao. Und hier verknete ich alle Zutaten zunächst mit den Knethaken. Anschließend knete ich mit der Hand weiter, bis Streusel entstehen. Für den Rührteig nehme ich 300 Gramm Mehl, ein Päckchen Backpulver, 180 Gramm Zucker, ein Päckchen Vanillezucker, 5 Eier, 250 Gramm weiche Butter und ein Glas Sauerkirschen. Die Butter rühre ich zunächst mit dem Zucker sowie dem Vanillezucker cremig. Dann gebe ich die Eier bei. Das Backpulver mische ich mit dem Mehl und rühre es anschließend nach und nach unter die Masse. So, nachdem ein cremiger Teig entstanden ist, fülle ich ihn in einen Backrahmen, den ich auf eine Größe von ca. 24 x 35 cm gestellt und mit Backpapier ausgelegt habe und verstreiche ihn gleichmäßig. Falls ihr einen runden Kuchen lieber mögt, könnt ihr diese Zutatenmenge auch für eine 26er Springform verwenden. Nun verteile ich die gut abgetropften Kirschen auf den Teig. Anschließend verteile ich noch die Schokostreusel auf den Rührteig, die gleich beim Backen in den Kuchen versinken. Und dann geht es bei 180 Grad Ober- und Unterhitze für ca. 30 Minuten in den vorgeheizten Backofen. So, die Backzeit ist um. Ich habe den Wolkenkuchen mittlerweile komplett auskühlen lassen. Jetzt entferne ich noch vorsichtig den Backrahmen, bestreue ihn mit Puderzucker und dann ist der Wolkenkuchen auch schon servierbereit. Und natürlich schneide ich noch das allererste Stück für euch an, damit ihr sehen könnt, wie lecker er aussieht. Dieser Wolkenkuchen ist in wenigen Schritten gezaubert, also probiert ihn auf jeden Fall mal aus. Ich hoffe, das Rezeptvideo hat euch gefallen. Falls ja, könnt ihr mir gerne ein Däumchen da lassen oder ein kostenloses Abo, denn dann verpasst ihr auch kein Rezeptvideo mehr von mir. Und jetzt sage ich nur noch ciao, bis zum nächsten Mal.